Schule. Okay, ich muss dann auch nach Hause. Okay, ich komme mit. Hallo, dies ist der Anrufbeantworter der Familie Schmidt. Ich bin Dustin. Leider können wir Ihren Anruf gerade nicht annehmen, freuen uns aber über Ihre Nachrichten nach dem Piep. Hi Justin, wieso bist du heute nicht in der Schule gewesen? Naja, macht ja nichts. Also um 5 Uhr komme ich mit Bob bei dir vorbei, damit wir wieder PlayStation spielen, okay? Wir sehen uns. Tschüss. Gestern ist es in 2 weiteren Häusern passiert. Die Fälle multiplizieren sich. Bei dieser Geschwindigkeit werden in 6 Monaten 80% der Bevölkerung verschwunden sein. Wir müssen uns beeilen. Wir sind nur noch einen Schritt von der Lösung entfernt. Ich warte auf die neuesten Informationen von Agent Robert. Aber ist der nicht verschwunden? Zusammen mit 2 anderen weiteren Agenten vor 3 Monaten? Ja, aber in einer Geheimmission. Und, hat er was herausgefunden? Es ist möglich, aber ich habe seit 2 Wochen keine neuen Informationen mehr bekommen. Die PlayStation schon fertig? Was ist bloß los mit dir? Geht's dir gut? Das ist Agent Dominic. Er hat etwas herausgefunden. Was? Sind Sie sich sicher? Es ist also ernst. Die Schatten. Wir müssen die Schatten zerstören. Wir müssen sofort aufbrechen. Es ist jetzt zu spät. Du siehst aber heute fertig aus. Agent Nils? Beeilt euch. Ich bitte euch. Es bleibt keine Zeit. Ich höre, sie kommen. Sie kommen! Wir sind sofort da. Siehst du die Tür dort? Alles beginnt da drin.
Wir müssen vorsichtig sein. Sehr vorsichtig sogar. Vielleicht kommen wir noch rechtzeitig. Wie geht es dir? Bist du verletzt? Nein, nein. Ich habe es geschafft, sie in einem Zimmer einzusperren. Ihr kommt gerade noch rechtzeitig. Aber vielleicht schafft ihr es, die Tür aufzubrechen. Das ist nicht mehr wirklich Justin. Er hat sich ganz komisch verändert. T, ich laufe zu dem Zimmer und schaue nur, ob es dem Jungen gut geht. Und komm schnell nach. Geht's dir auch wirklich gut? Oder soll ich einen Krankenwagen rufen? Oh. Verdammt, sie haben mich reingelegt. Wir müssen die Schatten zerstören. Alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung, aber was ist denn passiert? Ist alles in Ordnung? Ja, alles okay, aber was ist denn los? Was ist denn passiert? Der Fernseher hat den Verstand der Leute gefangen genommen. Der Verstand der Person wurde im Fernseher gefangen gehalten, während der leere Körper nur als Schatten an der Wand zurückbleibt. Auf diese Weise sind die leeren Schatten auf der Wand und die Personen in den Fernseher miteinander verbunden. Wir mussten die Schatten auf der Wand zerstören, um die fernsehgefangenen Personen zu befreien. Hey, was? Das sind andere Dimensionen. Eine ist versteckt im Fernseher. Sie wollten die Gedanken der Leute kontrollieren. Die ziehen daraus Energie, indem sie die Fantasie rauben. Die Fantasie rauben? Ja, die Fantasie und die Träume. Was für eine komische Geschichte. Ja, ein Zombie zu werden ist gar nicht mal so schwer, ne?